Oh nein, nicht schon wieder. Wenn doch nur diese Wand nicht so verdammt langweilig wäre, dann könnte ich jetzt woanders hinglotzen als auf die Rückseite von Shampoo-Packungen. Probiert's doch einfach mal mit den Metallpostern von Displate. Ich probier's mit den Metallpostern von Displate. Selbst jemand wie unser Sef kapiert, wie man die anbringt. Das ist ein sogenannter Kleber. Den klebt ihr einfach an die Wand. Ich kapier's irgendwie nicht. Und nun befestigt den Magneten auf den Kleber. Nein. Nein. So auch nicht. Ja, sehr gut. Nein. Und drückt eure Displays vorsichtig und gerade an die Magneten. Ja! Oh mein Gott, wie wunderschön! Displate bietet unzählige Designs von Künstlern und euren Lieblingsfranchises. Für jeden ist garantiert was dabei. Die Printqualität ist super hochwertig und dank des einfachen Anbringungssystems kann man sie super easy austauschen. Klickt gerne auf den Link in der Beschreibung, um mich zu supporten und verabschiedet euch von langweiligen Wänden. Wenn ihr auf den Link klickt, bekommt ihr bei 1-2 Displates jetzt 23% Rabatt und ab dem 3. sogar 29% auf die ganze Bestellung. Hat jemand mein Ladekabel gesehen? Backrooms of Reality. Der lang ersehnte Nachfolger vom legendären Horrorgame Backrooms of Your Mama. Your Mom's a Hoe. Ist jetzt endlich da und flattert auch bei euch zu Hause über die heimischen Bildschirme. Wer das Backrooms-Meme nicht kennt, ist so eine Art Creepypasta. Das ist daraus entstanden, dass man bei manchen Games, wollen jetzt keine Namen nennen, Security Breach, die nicht so gut gemacht sind, rein technisch Security Breach, man an bestimmten Stellen durch gewisse Umstände Security Breach, man durch die Texturen und Elemente Security Breach durchgleitet und dann an Security Breach Orte gelangt, wo man eigentlich Security Breach nicht hin sollte. Security Breach. Aber es geht nicht um FNAF, sondern eher um das allgemeine Phänomen dahinter. Und die Creepypasta sagt sozusagen, dass das auch in der Realität im Real Life stattfindet. Dass man an bestimmten Orten sozusagen in die Hinterzimmer der Realität fällt. Und was da auf einen wartet, ist... gelb. Stellt keine Fragen, das ist frech. Wow. Erster Tag im neuen Job. Da bin ich ja mal gespannt. Bin ich noch in den Front Rooms oder bin ich schon hinten rein? Man weiß es noch nicht. Okay, eine große Company. Ich musste irgendwie die Archive aussortieren. Und es ist der allerbeste Tag meines Lebens. Ja, Leute, Zeit für ein Mittagspäuschen, oder? Archive umsortieren. Yippie-ya-yay. Zettelchen sortieren. Yippie-ya-ya-yay. Anderes Papier. Zu anderem Papier stecken. Yippie, ja, ja, yay. Büroklammern auspacken. Büroklammern aufklappen. Klammern an das Papier heften. Ein anderes Papier zu der Büroklammer und dem anderen Papier heften. Ah! Ich hätte in die fucking Mittagspause gehen sollen. Ich hätte in die Mittagspause gehen sollen. Ich sag's dir. Ich könnte jetzt schön bei Mc's ein Cheesy, Alter. Aber nee, jetzt ist es gelb. Es ist einfach gelb, Leute. Verdammt nochmal. Immerhin haben sie alles mit Teppich ausgelegt, ja? Der Satan, der lässt sich halt auch nicht lumpen, Alter. Der will halt auch nicht, dass man hier irgendwie groß ausrutscht oder so. Der mag das auch gerne gemütlich. Das ist schon ein feiner Kerl auch im Endeffekt. Also, wenn man mit dem gut ist, kann ich dann nur empfehlen. So. Und was müssen wir jetzt machen? Eigentlich ist ja das Meme so, dass das halt ein unendlich prozedural generiertes... Da hinten ist irgendwas. Ja, mehr oder weniger Labyrinth von Räumen ist so, wo sich die Realität und Zeit halt auch verzerrt. Und man kommt da nie wieder raus, wenn man einmal gefangen ist, ja? Es sei denn, man findet den Escape-Button, aber... Spoiler, das verrate ich euch noch nicht. Folge den Stimmen. Ich glaube, der kennt Wort. Das ist eine Falle. Help, I'm lost. Ich weiß nicht, ob ich den Stimmen folgen soll. Ich glaube, das ist eine Falle. Ist das irgendwelche Monstergeister und Mutanten, von denen ich wissen sollte? Also wenn, dann sagt's mir bitte gleich. Ach, da findet ein Meeting statt. Das internationale Backrooms-Treffen. What? Was ist das? Exit. Exit. Das hat da irgendwer abgerissen. Alter. What? Okay. Tisch, Aktenschrank, bitte dich. Stuhl, noch ein Aktenschrank. Ist das Rätsels Lösung?
I mean... Spacebar. Warte mal, das ist ein Code. Oh. Hier kommt man nur mit dem Code raus. Augenblick. Aber das ist der Ausgang hier. Ich verstehe. Ich habe schon den Exit gefunden, aber ich muss noch wissen, wie wir hier weiterkommen. Wir müssen irgendwas zählen oder so, oder? Oh, ich bin mir unsicher. Das finde ich sowieso nie mehr als wieder, ey. Hier brummt irgendwas. Lol. Oh, hier. Ich habe was gefunden. Steht da irgendwas? Steht da irgendwo eine Nummer dran? 5. Okay, Aktenschrank ist 5. Ich höre fucking Schritte! Oh, das ist das Ding. Oh, fuck! Was? No! Es ist der Exit Man. Der kommt immer, wenn ich das Exit gefunden habe. Der will mit raus, Alter. Der will eine Raucherpause. Was rülpst der mich denn an? Oh, fuck! No! Nein, 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 nein! Ah, ah. Such dir deinen eigenen Ausgang, Alter. Ah! Psst! Alter! Meine Fresse aber auch! Zur Hölle mit dir! Stehen da jetzt immer andere Nummern drauf, oder? Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Ansonsten, könnte ich das mit meinen 7 Katzenleben mir irgendwie versuchen zu lösen. Okay, also Schritte bedeuten tatsächlich Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Hier war irgendwo was. Warte, hier. Der Aktenschrank ist immer eine 5. Okay, good to know. Dann suche ich jetzt die anderen Krams hier. Hier, hier glitscht noch was. Ah, ich verstehe. Das ist eine 7. Der Stuhl ist eine 7. Hier ist eine Tür eingezeichnet. Oh, guck mal. Hier ist mein Büro. Oh. Oh, ich verstehe. Wie krass. Ich mag das. Ich finde das eine übelst coole Idee. Stuhl ist eine 7, der Schrank ist eine 5. Merken wir uns. Hier ist auch irgendwo was. Hört ihr das? Hier, eine 9. Was ist das? Das ist der Tisch. Okay, 5, 7, 9. Okay, Moment. Watch out for... Ja, ich hab den schon gefunden, Alter. Mit seiner Gesichtskirmes. Wir brauchen noch was anderes. Irgendwas mit einer unteren Schublade. Warte, hier ist was. Oh, hier, hier. Da ist die untere Schublade. Okay, das ist eine 4. Gut, jetzt muss ich noch den Exit suchen. Ah, was war der Tisch? Ich glaube eine 9, ne? Damn. Da kommt wer. Oh, der kommt. Der kommt. No! No, wo ist der Ausgang? Nein! Der ist mit nah! Boah, das macht mich fertig. Okay, wo ist das? Wo ist das? Hier irgendwo. Hier irgendwo ist es doch! Oh! Er wird mich holen! No! Ich find's nicht mehr. Ich find's nicht mehr, ich bin voll lost! Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss hier weg, muss weg. Ich hoffe, der passt da nicht da durch. Er ist nicht für seine schmale Hüfte bekannt. Ah! No! Poppy! Okay, der rübst nur einmal rum und dann ist er weg, ne? Jetzt habe ich die Zahlen, glaube ich, schon wieder vergessen. Shit. Zeigen mir die Stimmen an, wo das Exit ist? Ich bin doch hier zum Anfang lang gegangen, ne? Nicht mehr sicher gerade. Sind das meine Schritte? Oh, das ist aber gut gemacht. Hier ist auch irgendwas. Oder drehe ich durch? Oder ist das bloß ein Texturfehler? Keine Ahnung. Hallo? Ich kann die nicht erreichen. Oh, doch! Hier! Okay, sehr gut. Das war eine 9, richtig? Moment. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. 9, 5, 7, 4. 5, 7, 4. Right? Achso, ich muss anfangen. Naja, okay. 9, 5, 7, 4. Ja! Ist richtig! Your time 10 Minuten 18.
Ach ja, was ist ein neuer Rekord, Alter? Simon Matajowski, das ist aber cool. Das ist nice. Based on Creepypasta Meme Backrooms. Ja, nice. Hat Spaß gemacht. Also diese Karte war ja recht übersichtlich und die ganze Idee von dem Ding ist ja sozusagen, dass es unendlich ist. Man bräuchte also irgendwas, was sich prozedural generiert, aber da kann man halt sowas mit Code suchen und so nicht machen. Das ist halt schwierig. Außerdem ist es halt ätzend irgendwie nach 20 Minuten in so einem Labyrinth, was immer gleich aussieht, da hast du halt auch keinen Bock mehr. So, aber ich meine, wenn du es mit genug kreativen Horrorelementen versiehst, dann kann es vielleicht funktionieren für einen kleinen Spaß zwischendurch. Ich weiß es nicht. Schreibt mir eure Meinung gerne unten rein. Recht Fun gemacht, muss ich sagen. Wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein und macht's gut. Ich probier's mit den Metallpostern von Displate. Link in der Videobeschreibung.